Moin Leute, was geht ab und allen herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Team Millennium Kanal. Und heute, was habe ich heute für euch? Heute habe ich für euch Movie Packs. Einmal Secret Edition und einmal Gold Edition. Das sind die zwei, die wir heute auch machen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal aufgemacht habe. Ich glaube schon, aber die Karten habe ich nicht mehr. Da kann man ja Blue Eyes White Dragon, ist das Dunkle Magier, Dark Magician Girl. Das ist halt ziemlich geile Karten sind drin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf, die Dinger aufzumachen. Und ich würde sagen, wir warten nicht mehr lange und let's go. So Leute, wir sind hier am Start, da haben wir die zwei Movie Packs, Secret Edition, Gold Edition. So, was ist denn da drin? Eine von den zwei Ultra Rare Karten ist das, von dem Yu-Gi-Oh! Dark Side of the Dimension, also einmal eine von den zwei. Und dann ist es eine von den zwei Ultra Rare Varianten von den Egyptian God Cards und zwei andere Karten sind drin. Und hier sind keine Götterkarten in Gold Edition, nur die anderen. Wir fangen mit Enemenemu raus bis du. Okay, fangen damit an. Secret Edition. No Mercy. Da sind wie immer drei Booster drin. Und was haben wir? Das ist die Super Rare. Ne, das ist die Ultra Rare Karte. Nochmal. Das ist der Kristall Dragon. Boom. Let's go. Blue Eye ist da. Und Slifer. Geil. Perfekt. Und die zwei wollte ich eigentlich gerne auch haben. So, packen wir mal hier auf der Seite. Und wir fangen mal direkt an. Achso, ist die Secret-Karte direkt vorne? Obwohl, ne, die haben alle Secret-Karte. Olaf, Slifer, Gandora X, Dragon of Demolition, Celtic Guardian. Wow, das sieht so heftig aus, auf den Noble Arms. Und, let's go, let's go, let's go. Blue Eyes Alternative White Dragon. Let's fucking go, geil. Wow, da waren richtig gute Karten drin. Perfekt. Wow, I love it, I love it. Richtig gut. Kann nur besser werden, indem wir den Dark Magician Girl nochmal ziehen. Das wäre heftig. Metamorph Dress, Mashmacaron, Magical Contract War, Berry Magician Girl und ja, wieder haben die Cubic Sea. Sieh das mal an. Geil. Und weiter geht's. Letzter Booster. Wir suchen Dark Magician Girl. Das ist das, was wir wollen. Oh Gott. Yes! Yes! Let's go, man! Let's go! Genau das! Und nicht anders! Geile Scheiße! Dann haben wir den Century Soldier und... Let's fucking go! Okay? I'm done. I'm done. Ich habe alles bekommen, was ich wollte aus diese. Das und... Wo ist das? Da. Bitteschön. Alles, was ich von Secret Edition haben wollte, habe ich bekommen. Movie Pack, Gold Edition. Sorry Leute. Das war voll geil. Sehr nice. Sehr nice. So, jetzt haben wir hier Gold Edition. Gold Edition hat auch ein Dark Magician Girl. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gegönnt wird. Dann machen wir hier wieder auf. Gucken wir mal. So, diesmal ist auch tatsächlich wieder der Kristalldrache. Let's go. Blauäugiger, weißer Drache. Ah, das sind nur zwei. Perfekt. Nehme ich. So. So, Leute. Gold Edition. Was haben wir hier? Vulkan tragt nie der kubische König. Dann haben wir Kristallavatar. Dann haben wir kubisches Welle. Die kubische Welle, dann ist es irgendwas, was wir nicht lesen können. Und wir haben V-Jump. Okay, gute Goldkarten auf jeden Fall. Wisst, was wir suchen? Wir suchen diese Karte, diese wunderschöne Karte in Gold. So, wir haben Vereinigung der kubischen Herrscher. Was ist hier los, Mann? Dunkler magischer Schleicher? Neo-blauäugige ultimative Drache. Das gefällt mir. Schokoladenmagier-Mädchen.
Und wir haben Geigerhule, der typische König. Cool, 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 cool. Boah, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. So. Metamorphes. So, kubisches Karma. Dann haben wir ausgelöste Explosion. Wir haben Wächter, Post, Steinsoldat. Und wir haben Ayura, Dungold, kubische Kaiser. So, Recap, Leute, ganz wichtig. Also bei den Goldkarten war nicht wirklich was Tolles mit bei. Was ich sagen würde, geil. Hier, das war super süß. Das war auch mega süß. Das ist super geil. Also diese Celtic Guardian of Noble Arm, das sieht so cool aus. Auf jeden Fall mit dabei. Und dann haben wir den Slifer. Haben wir auch in Secret gezogen. Auch mega nice. Aber ganz wichtige Sachen. Wir haben einmal die Goldversion von Schokoladenmagier-Mädchen an mir gezogen. Wir haben die Goldversion von Neo blauäugige ultimative Drachen gezogen. Richtig, richtig cool. Dann haben wir den blauäugige alternative White Dragon. Blue Eyes Alternative White Dragon. Genau. Dann haben wir den Blue Eyes White Dragon. Ganz normal in Ultra Rare. Dann haben wir den Blue Eyes Chaos Max Dragon von Secret Rare. Und natürlich meine Lieblingskarte, Dark Magician Girl. Richtig, richtig geil. Dann haben wir den Kristalldrache. Der ist auch ein bisschen off-center, was den Namen angeht. Und dann haben wir den goldene, blauäugige weiße Drache. Also, ich bin ultra zufrieden mit den zwei Packs. Wir haben beinahe alles gezogen, was ich wollte. Richtig, richtig geil. Es hat wirklich nur die Goldversion von Dark Magician Girl gefällt. Aber es ist nicht schlimm. So Leute, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, nicht vergessen, wie immer, einmal liken, abonnieren, kommentieren, wie ihr die Karten findet oder wie ihr unsere Pulls gefunden habt, ob ihr das auch so gefeiert habt wie ich. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Let's go!